Leute auf YouTube und willkommen zurück zu, über mir steht es, Dragon Ball Z Dokkan Battle. Heute gemeinsam mit der Community zum ersten Mal im Livestream, ich glaube zum ersten Mal, werden wir ein Opening machen. Und zwar, ihr seht es schon am Bild hier neben mir, ich will den neuen Goku. Okay, ich will hart den neuen Goku hier. Finde ihn mega geil, auch die Pose hier ist übrigens sehr, sehr sexy. Er kann sich in den Super Saiyajin verwandeln, wenn ich mal das Knöpfchen hier treffe. Sieht ganz geil aus und habe ich Bock drauf, ne? Ich habe einfach Bock drauf. Dieser gute, alte Goku, mit dem den Rücken zu uns guckt und so ein bisschen nach hinten so, yo, ich bin gerade zum ersten Mal im Super Saiyajin, yo. Ne? Moin Leute, Drymix hier, richtig. Und der Chat, den will ich unbedingt haben. Und was ich noch gerne hätte, wäre nämlich ohne Scheiß, dieser Goku. Den habe ich jetzt schon mehrfach, aber noch nicht oft genug, um sein Potenzial komplett zu erwecken. Und ich finde ihn mega geil, da er sich, wie ihr seht, jede Runde weiter transformieren kann, bis in den Super Saiyajin Blue. Und Kanakun, Dankeschön für dein ganz normales Abo. Viel Spaß mit den 5 geilen Emotes in jedem Stream der Welt. Und du hast ein Märchen vor dem Namen. Der hier ist, wo war ich jetzt, der sich in jede Form verwandeln kann. Ist ziemlich geil. Und den habe ich auch als Vegeta-Version sozusagen. Und die beiden in ein Team spielen, hätte ich mega Lust drauf. Es wäre lustig, wenn ja, sie sich jede Runde verwandeln. Das ist einfach geil. Bis beide Blue sind, das will ich feiern. Ich mag so Verwandlungssachen. Und ja, die zwei will ich unbedingt haben. Ob wir sie bekommen oder nicht, weiß ich nicht. Wie viele Stones ich ausgebe, weiß ich jetzt auch noch nicht. Vielleicht die Hälfte, vielleicht ein bisschen mehr von meinen Stones. Mal gucken. Es gibt auch immer wieder Angebote, die sehr verlockend sind. Ich habe noch nicht viel ausgegeben in Dokkan Battle. Aber ja, zum Beispiel dieses hier für 8,99 finde ich ziemlich sexy immer. Muss mir noch überlegen. Also wie gesagt, vielleicht kommt mal irgendein Hype-Banner, wo ich mir den Arsch weg freue. Schenkt mir Genki-Dama. Wir zünden jetzt zum ersten Mal die Röhre. Ich kann es nicht lassen. Ne? Wir machen jetzt das erste Opening hier. Für 50 Stones bekommen wir 10 Helden und beten, ne? Dass wir was Geiles ziehen. Am Ende bekommen wir garantiert eine SSR, wie ihr hier damit ihr lesen könnt. Das ist klar. Also der 10. Pool ist eine SSR. Nur was es sein wird, das werden wir sehen, Leute. Haut rein, eure Genki-Dama. Die erste werfen wir nun los. Nehme ich auf. Ich nehme auf. Sehr schön. Sehr schön. Dass ich streame, sehe ich ja im Chat. Okay, wir haben schon mal krass viele, die mit uns fliegen. Genki-Dama-Power ist da. Röhren-Power ist da. Es geht los. Unser erstes wunderschönes Kamehameha. Komm, Baby, zwei Bilder, komm, komm, mehr, drei Bilder, mehr. Okay, 3 Bilder. Ich nehme auch 3 Bilder, ne? Ist okay. Okay, wir beginnen mal mit einem echt gut aussehenden Future Trunks. Ja, ist nur eine SR, es geht mir aber auch um die Artworks, ne? Sieht geil aus, finde ich geil. Weiter geht's mit... Okay, das ist wie Krillin, das will man nicht haben. Nicht der Goku, den wir wollten. Immerhin ein Goku. Kann man das so sagen? Immerhin ein Goku? Okay. SSR garantiert bei 4 Charakteren. Ja, wir bekommen ja am Ende eine garantierte SSR. Der Goku ist ganz gut. Okay, danke. Danke. Aber nicht die 2 Gokus, die ich haben will. Nicht die 2. Du bist es auch nicht. Aber okay. Der Goku ist am Start. Also man sieht schon, die Gokus sind da, ne? Die Gokus sind da. Sehr guter Kaioken-Goku. Okay, muss ich mir angucken noch. Ein Gohan. Oh, schön. Ein Gohan. Oh, da freue ich mich. Ist das unsere letzte? Nein, noch nicht. Ein Nail. Ich glaube, jetzt die letzte, oder? Ich glaube. Ja, letzte. Es ist ein Gohan. Ist natürlich geil. Keine Frage. Aber es ist nicht der Goku, den ich wollte. Aber immerhin ein Gohan, der verdammt gut aussieht, ne? Vor allem schon mal, ne? Wir müssen mal ganz kurz uns die Helden angucken. Ich interessiere mich vor allem auch natürlich immer für die Artworks, ne? Und danke für die neuen Follower hier, ne? Danke. Wow, wunderschöne Kaioken. Kann man nicht sagen, ne? Ja, ich glaube, dass auch S-Rare-Karten ziemlich gut sind. Aber eigentlich ist mein Team voller LR schon. Ich habe nur das Platzproblem noch. Geiler Gohan, mal angucken. Wow. Die Strähne ist am Start, ne? Gebt mir eure einhändige, wenn wir sie halten hier, einhändige Genki-Dama-Power, die ihr hier über mir seht. Die schickt ihr mir jetzt bitte rüber hier, dass wir einen neuen Goku bekommen. Los geht's. Was geht ab, Leute? Tenshinhan und Chaozu fliegen mit uns.
Wir haben eine Rainbow-Schrift. Soll ich loslassen? Ich weiß nicht. Okay, ich lass los. Ein Bildchen. Wir wissen aber, wir bekommen garantiert eine SSR am Ende. Ne? Okay, Muten Roshi, das ist ein sickes Artwork. Das kann man nicht anders sagen. Das sieht echt gut aus. Mit diesem Ki um ihn rum. Finde ich geil. Danke für den Bit. Weiter geht's. Ein Zamasu. Oh, bin ich auch geil. Zamasu, Goku Black. Das sind einer meiner zwei Lieblinge, ne? Weiter geht's. Ein Trunksy, der auf uns zustürmt. Auch mit so einem geilen Artwork, was ich schon öfter mal in einem Video gesagt habe. Finde ich geil, weil im Hintergrund dieser Goten sieht ein bisschen aus wie halt drauf gemahlen mit einem Goldstift. Finde ich geil. Erinnert mich an Spielkarten, ne? Okay. Weiter geht's. Freezer mit nur einem Finger, der damit einfach Planeten auslöschen kann. Aber es ist ja keine SSR, ne? Wir brauchen mehr Glück. Nein, bitte, keine Recoups. Die hatten wir gestern schon. Bei Dragon Ball Legends. Weiter geht's. Oh, Cell. Ist sexy. Aber nicht das, was wir wollten. Weiter geht's. C17. Mit seinem Trenchcoat. Habe ich auch schon so aufgezogen. Und... Ist das der neue Freezer, oder? Chat, das ist der neue, oder? Ja, das ist der neue. Das wusste ich doch. Das ist der neue. Nice. Läuft. Oh, wir waren noch gar nicht am Ende. Ich dachte, wir sind schon durch. Okay. Raditz? Cool, auch noch. In der Fusion. What the fuck? Kulissa. Klingt echt wie ein Frauenname, oder? Sehe nur ich das so? Oder ist Kulissa eher so ein Frauenname? Freezer gemischt mit cooler Kulissa. Ist aber eine coole Held, weil er eine Fusion ist. Ne? Sieht schon geil aus. Dragon Ball Fusions seht ihr rechts oben stehen. Ist schon geil. Und, aber, hoppla, Sperren vergessen. Und, aber natürlich, Leute, unser Freezer ist natürlich noch geiler, ne? Du meinst, Godzilla kann man auch sagen, ja. Freezer ist auch ziemlich nice. Der neue Freezer ist am Start. Sieht verdammt badass aus. Wäre ich aber auch, ne? Ich wäre ziemlich angepisst, wenn mir jemand, so wie bei diesem Freezer hier, den Schwanz abschneiden will, ne? Dann wäre ich genauso angepisst. Leute, seid ihr bereit? Die einhändige gegen Kidama, die über mir schwebt, müssen wir zünden. Okay? Genau die einhändige. Ich hoffe, ihr seid bereit. Haut es in den Chat. Ne? Wir brauchen gegen Kidama Power. 3, 2, 1, los. Daneben gedrückt. Nochmal daneben gedrückt. Und nochmal. Voll gefailt. Scheiße, das kann jetzt ja nichts mehr werden. Ne? Oh Mann. Nein, ich flieg alleine. Ich fühle mich gerade einsam, während die Kamera unscharf ist. Seid ihr bereit? Wir ziehen. Super Saiyajin, immerhin. Los, Goku. Hau raus. Ein Bildchen. Zwei Bildchen. Nicht mehr. Oh, Mann. Danke, Diana. Danke. Okay, wir beginnen mal mit einem Vegeta für Black Soul Diana. Die mag ich ja so gern. Weiter geht's. Was haben wir hier? Muten Roshi. Habe ich fast nicht erkannt an der Pose. Ich mag es ja gern, die Schatten zu raten. Aber den hätte ich jetzt nicht erkannt. Nö. Bitte ein Fake-Out. Ja, ich muss echt sagen, ne? Papa von Brody. Fake-Outs auf Dokkan Battle habe ich so unglaublich selten. Danke, Rocky, für den Horst. Ich habe so unglaublich selten Fake-Outs in Dokkan Battle. Wirklich, extrem wenig. Nein! Niemand will Mr. Satan. Okay? Danke, Rocky, machen wir. Niemand will Mr. Satan. Dann Goku wieder. Habe ich schon 3 Milliarden Mal gezogen. Habe ihn sogar schon zigmal verkauft. Weiter geht's. Du bist ein Nappa. Ich hätte fast Rikum gedacht. Auch eine krasse Pose eigentlich, ne? Es ist auch unglaublich, wie viele Karten sozusagen es in Dokkan Battle gibt. Unglaublich. Freezer wieder, der uns mit einem Finger auslöscht. Einfach so. Weil das kann. Ein Rikum. Diese Ginyu Force mit ihrem Po-Fetisch, ne? Bata, jeder streckt dir den Po entgegen.
Why? Akira Toriyama, du bist echt ein irrer Typ. Ein Ingenieur passend zu unserem Raccoon. Oh! Wie geht da? Es ist immerhin ein Saiyajin. Er ist in der Baseform. Er hebt nur eine Hand hoch. Hat eine Kugel oben drauf. Das ist keine Genki-Dama. Aber geil. Tschüss. Dankeschön. Immerhin ein cooler Vegeta. Immerhin ein cooler Vegeta. Er gefällt mir optisch, aber haut er mich um? Na, guck mal rein. Haut er mich um? Kann er sich transformieren? Nee, nee, nee. Haut mich leider nicht um. Leute, jetzt, okay? Jetzt und los. Bitte, 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 bitte. Vegeta fliegt mit? Oh? Oh? Oh, nehm ich. Rainbow-Schrift? Nehm ich. Nehm ich. Bam. Ja, was sehen wir? Eine Fusion. Bam. Vegito ist am Start, Leute. Das ist geil. Das ist geil. Leute, Hype in den Chat. Hype, Alter. Krillin tritt uns schon mal mitten in die Fresse, um uns zu zeigen, was abgeht. Okay, wir haben ja den geilen Trunks mit dem Hintergrund. Das klingt so falsch, den geilen Trunks. Mit dem Hintergrund meine ich. D18 Waifu Power ist mit am Start. Leider nur in SR. Den kann ich überhaupt nicht leiden. Ne? Kann ich auch nicht leiden. Danke für die Bits. Kuku. Den wollte ich schon mal haben. Sehr geil. Sehr geil. Denn der kann sich jede Runde sozusagen weiter verwandeln, verwandeln, verwandeln. Bis Super Saiyan Blue. Sehr geil. Nehme ich. Danke dafür. Aber was bekommen wir noch? Einer von der Bojack Armee. Schon lange nicht mehr gesehen. Schon lange nicht mehr gesehen. Ja, jetzt mit einem Tenshinhan. Einem Goku, den ich schon 3,7 Milliarden mal gezogen habe. Okay, Leute, weiter geht's. Ich freue mich ja schon über den Goku, wie gesagt, ne? Ich bin schon happy. Bulma, die mit der Knarre gerne woanders hin zielen könnte. Danke dafür. Oh! Ein Bardock ist am Start. Leider nicht das, was wir wollten. Aber eine Sache haben wir bekommen, was wir wollten. Erstmal Bardock hier sperren. Bardock mal kurz angucken. Yo, sieht geil aus. Zurück. Wichtiger, 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 wichtiger. Wo ist er denn? Hier. Dieser Goku. Und diesen Goku sperre ich nicht, weil der wird Futter für meine Potenzialerweckung. Weil dieser Goku ist einfach, wie gesagt, sexy. Er kann sich halt die ganze Zeit verwandeln bis in den Super Saiyan Blue. Und das sieht halt echt gut aus, ne? Ich hebe jetzt auch mal die andere Hand. So. Die Hand heben, um die Genki-Dama zu erfassen, mir die Energie rüber zu schicken und dabei noch die Röhre zu zünden, ne? Zündet die Genki-Dama-Röhre. Los geht's. Ich habe schon dein Heben gedrückt. Ich liebe es. Oh, Mann, oh, Mann. Leute, Leute, Leute. Es fliegt niemand mit uns. Niemand hat uns lieb. Niemand. Okay, okay, wir machen das Beste draus. Wir schicken los die Kamehameha. Mega nice. Wir bekommen ja eine SSR 100%. Drei Bildchen. Nämlich. Aber welche wird es sein? Welche wird es sein? Goten. Schon mal ziemlich nice. Ich mag Goten. Wirklich sehr im Anime. Hab sogar ein eigenes YouTube-Video gemacht über Goten. Richtig geil. Dodoria mit seinem Lippenstift finde ich nicht so geil. Ja? Ja? Nicht so geil. Trunksy wieder aus der Zukunft mit seinem Schwert, heute schon zum dritten oder vierten Mal gesehen. Ein Freezer, der die Welt vernichtet. Mit nur einem Finger und zu faul ist zum Laufen, meistens im Rollstuhl sitzt. Son Gohan, was ist aus dir geworden? Du trägst eine Krawatte. Wisst ihr, es waren noch schöne Zeiten, als er noch gekämpft hat und Mann war. Ne? Wie, als er noch ein richtiger Mann war. Ach ja. Piccolo, sein Vater ist auch mit dabei. Oh, Rollstuhl-Freezer. Hallo. Den nehme ich doch. Ja, den nehme ich doch. Rollstuhl-Freezer am Start. Nehme ich. Nehme ich. Geil. Raditz will es uns auch nochmal zeigen in seiner Rare-Form. Ja, Transforming-Freezer, richtig. Geil. Rollstuhl-Transforming-Freezer, geil. Gucken wir uns gerne, wie er aussieht. Erstmal noch einer von der Bojack-Armee. Ich weiß gar nicht, kommt jetzt schon die letzte? Ich weiß gar nicht, kommt jetzt schon die letzte? Ich drücke mal drauf. Ja, letzte ist eine Fusion. Chanembu?
What the fuck bist denn? Was ist. Oh mein Gott! Das ist Kid Buu mit Janemba! Aber erstmal schön sperren hier oben, denn der hier, der ist geil! Der ist geil! Freezer, der sich transformieren kann. Wie ihr seht, in viele, viele Formen. Richtig geil. Bis hoch zum Golden Freezer. Nice. Wir haben heute 2 Transforming-Helden gezogen. Finde ich geil. Finde ich geil. Zünde die Röhre und triff nicht natürlich. Aber jetzt. Die Bits mit angefeuert. Dankeschön für die Bits auch noch. Ach, so ist der Chat geil. 3 fliegen mit uns und ich zeige 4. So muss das sein. 3 fliegen mit uns. Super Saiyajin. Wir schießen das Kamehameha ab. Ich finde es auch geil, dass wir im Video eine Vegeta-Fusion hatten. 2 Bilder nur! Oh mein Gott. Wir müssen beten. Es wäre halt echt geil, mal ein Fake-Out zu haben. Hatte ich schon ewig nicht mehr in Dokkan Battle. Okay, Leute. Goku. Wir können noch beten. Es kann alles passieren. Okay, Captain Ginyu. Ein Raditz. Schon wieder. Ein Freezer, der diesmal nicht mit einem Finger hier rumfuchtelt, sondern der ist sogar auf dem Planeten Namek. Nice. Finde ich ein cooles Artwork. Ist natürlich nur eine SR. Trotzdem nice. Da ist wieder der Freezer. Wenn man davon redet, ne, kommt der Finger Freezer. Redet niemals über den Finger Freezer nach 12 Uhr nachts. Niemals. Könnte ein YouTube-Video sein. Rede niemals über Fingerfreezer. Nach 0 Uhr. Oh mein Gott. Ich habe Fingerfreezer um 3 Uhr nachts angerufen. Ich hasse YouTube Deutschland. Guldo ist mit dabei. Wie heißt nochmal für den Namen? Nicht ein Shen. Genau. Ich wollte Mr. Shen sagen. Immerhin Shen ist ein ganz cooler Held. Erinnert mich zurück an die guten alten ersten Dragon Ball Folgen, ne? Wo noch alles ganz geil war. Das war noch schön. Das ist übrigens Gott drin, by the way. Ne? Falls ihr wissen wollt, wie Gott aussieht, das war er. Cheese mit am Start, mit einem Universum. Im Hintergrund. Nochmal der Goku, den ich schon sicher 100 Mal gezogen habe insgesamt. In Dokkan Battle, wahrscheinlich. Oh Mann, Leute. Oh! Und noch ein Freezer in der Angel-Version. Sieht auf den ersten Blick jetzt nicht so krass aus, aber wir gucken uns mal an. Leider kein Goku. Kann mich noch nicht beschweren? Ja, Müllfreezer, der Chat schreibt schon. Ich glaube auch, er sieht mich nicht so gut aus. Ja, oh, der kann nur einmal. Oh Gott, geh weg, Freezer. Der ist schlecht. Das können wir echt machen. Für alle auf YouTube, die dran geblieben sind und nicht einfach ausschalten nach den 300 Stones, gibt es jetzt noch einen 5 Stones, so einen kleinen 5 Stonesy. Wo wir nur einen Charakter ziehen. Und ich sage, es ist ein SR Trunks. Ah. Muss ich jetzt ziehen, oder was? Böse. Nein, Diana. Oh, Rainbow. Rainbow? Was? Nochmal? Was? Oh Gott, Leute, ja, GG, du sagst es, GG. Ja, ja, ich habe jetzt einen Freezer, den ich in den Freezer reinstecken kann. Ah, Mann, oh Mann, echt geil. Aber Leute, auf YouTube sage ich schon mal, danke fürs Zugucken. Hat mega Spaß gemacht, mit euch zu streamen wieder. Schaut gerne mal vorbei. Ich versuche fast schon täglich zu streamen. Link zu meinem Twitch-Kanal, der Videobeschreibung, ganz oben. Dragon Ball Legends, Dokkan Battle, Real-Life-Card-Openings, vielleicht auch mal was anderes, vielleicht immer ein verrückter Stream mit Call of Duty Mobile zum Beispiel. Keine Ahnung, irgendwas Lustiges. Ein bisschen Abwechslung. Schaut da gerne vorbei. Wochenende werde ich versuchen, immer zu streamen und ja. Auf jeden Fall, Leute, auf YouTube. Danke fürs Zugucken, wie gesagt. Lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Jetzt viel Spaß mit den Videos auf der Endcard. Haut rein und ciao.